Martinez MCG 50. Ja, für mich ist die MCG 50 die Königin der Einsteigergitarren. Einsteigergitarre klingt immer so ein bisschen negativ, aber das ist ja überhaupt nicht negativ gemeint. Die 50er von Martinez ist ein absoluter Klassiker im Programm von Martinez, gibt schon seit Jahren und deswegen Einsteiger, weil sie halt nicht so teuer ist. Aber es ist wirklich eine tolle Gitarre, die richtig viel Potenzial hat, eine massive Zederndecke und was immer ganz, ganz wichtig bei Gitarren ist, gerade wenn jetzt jemand auch anfängt, Gitarre zu spielen, ich finde, eine Gitarre muss einfach mal schön aussehen, damit man gerne hinlangt, ja, damit die nicht im Gigbag verstaubt, sondern dass man wirklich jeden Tag die Gitarre einfach mal in die Hand nimmt. Und das macht man gerne mit einer Gitarre wie dieser, weil sie einfach gut aussieht. Nächster Punkt, der wichtig ist bei einer Gitarre, damit man sie auch spielt als Einsteiger, ist, dass sie sich einfach gut spielen lässt. Und Martinez hat einen Kniff draußen. Die haben unheimlich bequem zu spielende Hälse. Ich habe immer so mein Beispiel mit dem F-Dur-Akkord, den ja viele Gitarristen verfluchen, gerade wenn sie so im ersten Jahr Gitarre spielen, weil sie den Bach eh nicht richtig drücken können. Aber das lässt sich hier mit der Martinez-Gitarre ganz, ganz toll machen. Ja, für diejenigen, die sich ein bisschen interessieren, was so an Hölzern in so einer Martinez 50er steckt, sei gesagt, dass der Hals hier aus echtem Cetro-Holz gebaut ist. Also wie auch ganz teure spanische Gitarren, die ja auch als Hals schon seit Jahrhunderten Cetro-Holz verwenden, also die Gitarrenbauer verwenden Cetro-Holz. Ja, dann ganz, ganz, ganz wichtige Sache meiner Meinung nach sind Stimmmechaniken bei einer Gitarre. Wir haben hier ein paar Stimmmechaniken, die wirklich funktionieren. Da knackt nichts. Ja, man merkt es schon. Das ist ja in den unteren Preisklassen auch nicht immer unbedingt so gegeben. Ich spreche jetzt natürlich nicht von 90 Euro Gitarren, gell? Das ist ganz wichtig. Wenn ich untere Preisklasse meine, dann rede ich jetzt mal so bis 400, 500 Euro. 90 Euro Gitarren will doch keiner von uns. Eine meiner Meinung nach sehr, sehr wichtige Geschichte zu dieser Gitarre erzähle ich euch jetzt. Ich hole dazu mal ein bisschen weiter aus. Stellt euch vor, ihr kauft euch eure erste Gitarre. Eine Konzertgitarre, weil es darf ja beim Drücken nicht so wehtun, deswegen keine Stahlseitengitarre, sondern eine Konzertgitarre. Und so nach 5-6 Jahren verschwindet diese Gitarre im Dachboden. Und dann ein paar Jahre später holen vielleicht eure Enkel, eure Kinder, irgendjemand die Gitarre wieder runter und wollen auch plötzlich Gitarre spielen. Und dann ist es zu 95% so, dass der Hals total verbogen ist. Habt ihr bestimmt alle schon mitbekommen, auch wenn ihr dann über Flohmärkte geht, Gitarren mit total verbogenen Hälsen. Das kann euch bei der hier nicht passieren, weil diese Gitarre hat wie auch eine Western-Gitarre einen Stahlstab, der durch den Hals verläuft. Also es ist im Inneren des Halses und man kann dann mit einem Inbusschlüssel diesen Stahlstab anziehen und hat so wieder einen geraden Hals. Es ist sehr untypisch für Konzertgitarren, aber Martinez macht das jetzt schon einige Jahre und das mit großem Erfolg. Und ich kann nur sagen, es funktioniert wirklich. Die Gitarre ist nicht unbedingt schwerer dadurch. Und sie wird auch nicht irgendwie bedämpft, was manche Kritiker dann immer sagen, ja, eine Konzertgitarre mit Stahlstab, die kann nicht klingen. Aber sehe ich überhaupt nicht so. Gitarre klingt super, man merkt den Stahlhals nicht, aber er hilft einem unheimlich. Zum Abschluss spiele ich euch noch ein bisschen was auf der MCG 50 von Martinez und geht in die Läden und testet diese Gitarre, vergleicht sie auch mit anderen und ihr werdet sehen, ich habe hier keinen Mist erzählt.